Auch gestreichelt werden, ja? Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Thank you.
Thank you.
Schwarze, guck mich richtig böse an da hinten. Genau, wir wollen jetzt bei uns ins Wattenmeer gehen. Das ist auch das Wattenmeer, was wir haben, ist das größte Wattenmeer auf der ganzen Welt, weil es geht ja auch durch drei Länder, also Niederlande, Deutschland und Dänemark, und hat ungefähr eine Fläche von 750.000 Quadratkilometern. Das zweitgrößte Wattenmeer, das ist in Asien, das hat nur eine, damit ihr so ein bisschen Vergleich hat, eine Größe von 11.000 Quadratkilometern. Also ein bisschen in unserem Bad drin, wir gehen natürlich gleich noch weiter rein. Aber vorher erstmal die Frage, wir haben ja jetzt keine Kinder dabei. Soll ich noch mal was zu Ebbe und Flut erklären oder wissen alle, wie das funktioniert? Bitte erklären. Bitte erklären, okay. Dann zeichne ich hier mal was auf. Ich warne euch vor, ich bin keine Künstlerin leider. Also das hier ist die Erde. Und um die Erde rum ist ein Wassermantel. Und dann gibt es zwei Himmelskörper, die dafür sorgen, dass es Ebbe und Flut gibt. Welche könnten das sein? Genau, Sonne und Mond. Ich fange mit dem Mond an. Und dann werden die Flutberge nicht mehr ganz so hoch. Und die Ebbtäler nicht mehr ganz so niedrig. Genau. Und ihr wisst bestimmt, in welchem Rhythmus sich Ebbe und Flut auch abwechseln. 6 Stunden? Genau, 6 Stunden ungefähr. Wir würden nämlich jetzt schon zu unserem ersten Tier hier im Watt kommen. Ich habe es gerade schon vom Boden aufgehoben. Wenn ihr da hinschaut, dann seht ihr das vielleicht noch nicht so gut, aber ich gehe jetzt mal rum und zeige das einmal. Das ist aber klein. Ja. Genau, wie gesagt, das hier ist eine Schnecke, das ist die Wattschnecke. Die sitzt hier überall im Boden drauf. Das ist eigentlich auch schon somit eins der größten Exemplare, die man hier finden wird. Also die wird auch nicht mehr viel größer. Und die Wattschnecke hält 3 Rekorde bei uns im Wattenmeer. Wollt ihr raten, welche 3 das sind, oder soll ich es einfach gleich sagen? Und auf einem so einem Quadratmeter sitzen in der obersten braunen Schicht, also in dieser Oxidationsschicht, bis zu 100.000 von den Wattschnecken. Was? Ja, bis zu 100.000. Meistens ist es eher so ein Zwischending von so 70.000, 80.000, aber trotzdem noch sehr viel. Und genau, ich habe den dritten Rekord schon gehört, es ist die schnellste Schnecke bei uns im Watt. Und zwar, wenn die Flut kommt, dann haftet sie sich mit so einem Schleimbolzen von unten an das Wasser dran und kann dann mit dem Wasser, wie das sagen wir mal, mitsurfen. Und eine Hornklappe, mit der sie ihr Haus verschließen kann. Und die Hornklappe ist sehr wichtig für die Strandschnecke, weil dahinter kann sie einen Tropfen Wasser speichern. Und wenn sie dann bei der Springtide, also wenn das Wasser sehr hoch kommt, mal weiter rausgespült wird und nicht mehr zurückkommt mit dem ablaufenden Wasser, dann kann sie mit diesem Tropfen Wasser überleben. Das ist die dumme Schnecke. Jetzt weißt du, wie es war, warum das ist. Die Herzmuschel, weil wenn man sie so von der Seite betrachtet, dann sieht die eben aus wie so ein Herz. Und die Herzmuschel sitzt so 3 bis 5 cm tief im Boden drin. Und wie alle anderen Muscheln bei uns im Wattenmeer filtert sie das Wasser. Das heißt, sie hat so 2 Siphone. Die streckt sie so nach oben. Und mit dem einen Siphon saugt sie das Wasser an, filtert das dann. Und auf der anderen Seite, mit dem anderen, spuckt sie es wieder aus. Genau. Und dadurch, dass, also die hier war ja jetzt zum Beispiel ausgegraben, damit sie wieder in den Boden reinkommen, haben die Herzmuscheln einen sogenannten Grabefuß. Und dann öffnen sie ihre Schale ganz leicht, strecken den Grabefuß raus und ruckeln dann erst ein bisschen und ziehen sich dann in den Boden rein. Und bei der Herzmuschel.
Sandbänken gesehen und hat gesagt, ist ins Dorf zurückgegangen und hat gesagt, er hat die Moosmuschel gefunden, weil das eben so aussah wie Moos ein bisschen. Und weil Moos auf Friesisch Mies heißt, ist sozusagen aus der Moosmuschel die Miesmuschel geworden. Ganz schön viel, meine Güte. Auf los geht's los. Komm, geh nochmal still. Das sind japanisch. Zwicken die? Die können zwicken, ja. Die sind aber schnell. Die sind schon mal gefährlich. Schwarzkorbe ist ein sogenannter zehnbeiniger Kurzschwanzkrebs. Also sie hat, wie ihr hier seht, 8 normale Beine und 2 von den Beinen sind Scheren. Die eine Schere ist ein bisschen größer als die andere, weil sie mit der einen Schere ihre Beute festhält, mit der größeren, und mit der kleineren dann halt eben knackt zum Beispiel der Heimisch, genau. Wie ihr euch vielleicht schon denken konntet. Die kommt aus Japan und ist wahrscheinlich auch mit Ballastwasser hergekommen. Die erkennt man vor allem an der Färbung. Die ist auch ein bisschen kleiner als die Strandkrabbe und ihr seht, dass die Scheren im Vergleich zu ihrem Körper um einiges größer sind. Also wenn ihr hier die, zum Beispiel die eine, die breitere Schere anschaut, dann ist die schon fast so groß wie ihr Kopf. Genau. Wenn sie laufen, dann sind sie schnell, deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen. Nicht in die Richtung dieses Seil. Genau, jetzt kann man noch erkennen, dass der ein bisschen dünner ist, aber der hat nicht mehr so viele Segmente. Das heißt, der hat schon ein paar Angriffe überlebt. Haben den Wurm alle einmal gesehen und ein Foto gemacht, wer ein Foto machen wollte? Ja. Okay, weil dann würde ich den nämlich wieder zurücksetzen, weil für die Würmer ist so draußen sein gar nicht so toll. Okay. Toll! Das ist super für die Augen. Eine Mischung. Das sind jetzt die Elke, die haben jetzt gerade gemischt und rühren die gerade zusammen. Also die sind dann auch Gastronomen, die unseren Kaffee auftreten. Also und Internethandel, macht ihr das auch? Ja. Ich hätte einen Flat White mit doppeltem Espresso getrunken. Und wie hat ihr der geschmeckt? Sehr, sehr hervorragend. Wir kommen fast täglich hierher, letztendlich um Kaffee zu genießen. Verschiedene Kaffees habe ich bis jetzt probiert und sie schmecken mir hervorragend.
Also Assam, Darjeeling kommt aus Indien, ist ja ganz klar. Mhm. Den grünen China, ne? So eine China, Ceylon, Indien. Mhm. Und das wird dann alles hier veredelt. Und das duftet bis hierhin. Ja. Nicht veredelt. Ne? Und bei Grüntee genauso. Das ist nur das, was veredelt ist. Ist, ne? Da ist doch einiges nicht veredelt. Ja, dann nehme ich ihn das nochmal ab.
Butter noch Salz. Mhm, bisschen Salzmuscheln. Das ist aber, macht ihr es auf die Hand und dann streu das rüber, sonst das ist ein bisschen klumpig. Wir sollten aber schöne Grüße ausrichten von Ola Kupan. Ola Kupan. Ola auch. Ich glaube, zum ersten Mal, wo er auch kurz hier. I'm going to go to the next one.